Und es gewartet ein wenig Shakes and Fidget W23. Ich bin mächtigst motiviert. Ascendance rockt die Bude. Wir haben einen Raid jetzt am Wochenende erfolgreich absolviert. Ich war motiviert im Sammelalbum, bin bei 63% und will jetzt ein bisschen, naja, irgendwas machen. Also ich hätte gerne den Dungeon-Schlüssel, Moment, den kann ich mal löschen. Ich wollte eigentlich zweimal L drücken. Was ist da los? So. Zweimal L, da landet man eigentlich hier. Erstmal ganz kurz einen... Nein! 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 Ich habe ihn mir gar nicht angesehen. Ich dachte, ich habe den gespeichert. Oh, jetzt können wir ihn nicht sehen. Wir haben den ersten Raid bewältigt. Mann, ich habe vergessen zu speichern. Das ärgert mich gerade wirklich. Sorry, Leute. Zeigen wir zur Entschädigung einen meiner knappsten Arena-Kämpfe, die ich hier bisher gesehen habe. Das kann man mal machen, oder? Das sind irgendwie zwei Ausdauerpunkte. Boah, das ärgert mich gerade, weil ich habe ihn selbst nicht gesehen. Ich hätte gerne gewusst, wie knapp es war für uns. Oder ob wir den locker flockig weggerockt haben. Ich würde eher auf Zweiteres tippen, denn... sehen wir uns mal Tracer an. Level 85, ich weiß nicht, was da los ist, aber... da geht jemand gut ab. Ich meine, Epic Event läuft, alle Events laufen, Epic Event auch. Ab Level 50 und da kann man dann schon in den Dungeons gut was reißen. 72% Sammelalbum, also das geht klar. Hier 71, 72, 69, 69, 70. Die sind schon fleißig. Was mir fehlt, ist der nächste Dungeon-Schlüssel. So, ich habe mir jetzt eine Quest aufgehoben für Gold. Das Gold bekomme ich erst, also wenn die Quest schon fertig ist, bekomme ich es nicht direkt, sondern erst, wenn ich hier reinklicke. Jetzt habe ich mein Gold, 700. Und... möchte damit was anstellen. Nämlich, Moment, ein Edelstein wird gesucht, okay. Meine Schwachstelle ist Nummer 1 ein Ring und Nummer 2 Schuhe. Ich würde mal sagen, ich suche zuerst Schuhe, weil die sind echt mies, ich meine der Ring auch. Aber, beziehungsweise, Moment mal ganz kurz, falscher Button. Wieder kein Schlüssel. Den sollte ich eigentlich hier schon seit 3 Level finden können. Naja. Gut, was haben wir so an Gegenständen? Ja, hier muss man bedenken, ich habe einen Edelstein schon in meinem Brustpanzer drin, von daher ist es nicht so die Aufwertung. Boah, aber mit 73 Geschick sieht die Sache schon ein... Ach so, aber kostet richtig viel Gold, nö. Das kostet mir zu viel... Ohoho, da haben wir sie, kosten zwar 10 Pilze, aber egal. Das sind sie. Sehr schön, weil der Glücksstein, der ist... ja, also... nicht so unbedingt. Das Allerwichtigste jetzt da, packen wir einen Geschickstein rein. Jetzt bin ich bei 900 Geschick fast hier. Und das sieht dann schon besser aus. Okay. Und jetzt noch kurz, ich habe hier eine Halskette gesehen. Stärke Geschick habe ich, aber da ist auch ein Edelstein drin. Ich habe jetzt keinen anderen mehr, von daher werde ich die nicht kaufen. Ich hätte eher gerne einen Ring, aber nicht so einen, obwohl, ich weiß nicht, mit Sockel gerne. Für später mal. Ja, wieder hier. 68 Geschick ist schon nicht schlecht. Könnte man definitiv machen, aber... ich weiß nicht, jetzt muss man auf die Sockel auch achten. Von daher... oder ich bekomme einfach ein Epic. Also dagegen hätte ich auch nichts einzuwenden. Wenn ich das mal sagen darf. So, was haben wir hier so? Geschick Ausdauer. Heißt auch kein Sockel, aber... der ist nochmal um einige Attribute besser. Und ich glaube fast, den nehme ich, weil der ist echt günstig. Ja, den nehme ich jetzt zumindest mal vorübergehend. Ich kann ja nach ein paar Level-Ups nochmal blättern eventuell. Ich hätte mir vielleicht vorher den auch ansehen sollen zur Sicherheit. Aber war zum Glück sowieso. Hat gepasst, wie ich es gemacht habe. So, komm. Will hier kein Gold aufheben. Falls ich angegriffen werde. Apropos angegriffen werde... ich habe da mal was vorbereitet, so, ja. Ab und zu, also manchmal mache ich auch die kostenlosen Angriffe so durchboxen, das mache ich nicht die ganze Zeit. Von dem brauche ich noch die Schüchen, jawohl, plus 1, dann habe ich mir noch einen Magier, ich habe die kompletten Magier-Ausrüstungen jetzt abgeklappert, von dem, ich weiß gerade nicht auswendig, was es war, aber irgendwas brauche ich von dem auf jeden Fall. Jo, und André, 2018, müsste, was hat der für mich? Der Hut, glaube ich.
Habe ich mir rausgesucht. Genau, plus 1. Wenn wir jetzt mal die Magier durchgehen, da bin ich schon wirklich ziemlich gut dabei. Hier noch zwei einzelne Waffen, die ich leider nicht gefunden habe. Dann da alles fertig, alles fertig, alles fertig. Hier noch die Roben. Das ist eben jetzt die Sache, die stärkeren Gegner schaffe ich noch nicht. Mit den allerletzten Items, aber ansonsten habe ich alles. Handschuhe, sieht auch gut aus, die habe ich leider nicht gefunden. Also, ich war schon halbwegs fleißig. Oder hier, boah, die Großmeistersachen. Deshalb muss ich jetzt ein bisschen leveln, aber ich hätte so gerne den Dungeon-Schlüssel, aber kommt einfach nicht. Es ist übrigens noch nicht Happy Hour. Ich dachte, diesmal beginne ich ein bisschen früher. In zwei Stunden ist der Tag vorbei. Ich habe eigentlich ein bisschen gelevelt. Welcher war, ich habe es mir nicht gemerkt, welcher war der nächste? Bestünde da zumindest der Hauch einer Chance gegen den 60er hier zum Beispiel. Und dann mit einem neuen Epic eventuell gleich den nächsten 62er losrocken. Ah, ich befürchte nicht. Das ist echt schade. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Moment, lass mich mal kurz überlegen. Die wäre eigentlich nicht von schlechten Eltern so. Ja, ich glaube, das müsste passen. 38.000. Gut, ja, das ist jetzt wirklich doof gelaufen. Dass ich den Schlüssel nicht habe und da einfach nicht weiterkomme. Bei der Festung auf jeden Fall, da muss ich wirklich sagen, null Erfahrung auf neuen Servern. Da habe ich wirklich nicht den Hauch der geringsten Ahnung. Also, was man da am besten zuerst macht und so. Ich weiß nur, dass die Edelsteinmine definitiv wichtig ist. Zumindest auf Level 1, denn ich bekomme hier schon hier plus 72. Das ist einfach heftig. Das ist heftig. Das sind dieselben Attribute, die auf dem Item drauf sind, nochmal oben drauf. Und von daher kann man dazu eigentlich gar nicht Nein sagen. Das heißt, die Edelsteinmine ist wichtig. Ansonsten, ich habe auch mal was gelesen, so keine Befestigung bauen, dass immer der Schutz aktiv bleibt. Wenn die Leute angreifen, dann verliert man nicht so viel. Ich weiß echt nicht, was man da machen soll. Aber für den Anfang ist definitiv die Mine wichtig. So, ansonsten, wer vielleicht neu im Spiel ist oder auch für alle Alten, was geht da jetzt eigentlich gerade ab? Warum sind da solche Unterschiede teilweise? Das kann ich folgendermaßen erklären. Das funktioniert nur am Anfang, wo man die Level-Ups eher schnell erreicht, aber besonders dann, wenn die ersten Leute Level 50 erreichen. Ich meine, wer mein Video von gestern gesehen hat, Tracer war hier, weiß nicht, Level irgendwas, wo alle anderen 20 Level drunter waren, so circa, oder 15, irgendwie sowas in der Art. Wenn man Level 50 erreicht, dann kann man Epics im Waffen- und Zauberladen finden. Und die Epics, wenn man das so vergleicht, ich meine, die sind schon eine Hausnummer. Was ist mein aktuellstes? Hier sagen wir 48 auf die Dreier-Attribute. Und eine normale Waffe, die hat jetzt zum Beispiel 62 auf ein Attribut. Das ist schon, ja, das kann man nicht vergleichen. Und wenn man sich dann voll episch einkleidet, und Tracer ist episch eingekleidet von oben bis unten, dann ist man plötzlich ziemlich stark. Und mit Level 50 kann man dann, also kann man auch schon vorher, aber hier durch diese ganzen Dungeons durchrocken, vor allem als Kundschafter oder eben jetzt als Assassine, weil wir können ausweichen. Und da macht man 10 Versuche, 50 Versuche, dann liegt so ein Dungeon. Also da greift man einfach. Ach, ich bin gerade auf Reisen, ich kann es jetzt nicht. Greift man an, greift man an, greift man an, irgendwann hat man den dann. Gibt, keine Ahnung, 20.000 Erfahrungen, 30.000 und dann steigt man im Level, wird stärker, kann wieder blättern. So, wenn man kein Gold hat, geht man zum Glücksrad oder macht zwischendurch mal eine Quest, holt sich ein bisschen Gold. Jetzt beim 5er-Event läuft das ja grandios. Und dann geht es wieder weiter. Nächster Dungeon, nächster Dungeon, nächster Dungeon. Und dann holt man sich 10 bis 20 Level-Ups nur durch die Dungeons. Ja, und die Abenteuerlust kann man dann nutzen und weitaus bessere Quests erledigen. Dadurch bekommt man mehr Gold, dadurch kann man und so weiter. Und das geht einfach ins Unermessliche. Aber später dann, ich sag mal Level 200, 300... braucht man schon so viel Erfahrung für eine Stufe, dass man diesen 30-Level-Unterschied, oder sagen wir 20, gar nicht mehr wirklich merkt. Das sind aus diesen 30-Level werden dann 3 Level zum Beispiel. Und genau. Aber das geht hier eben
gerade so ab. Und man sieht, wenn ich da echt durchscrolle durch die Top 100, ich meine, klar, das ist der erste Server, seit der Assassine erschienen ist. Es sind schon die meisten, oder viele sind Assassinen, mindestens 50% von den Top-Spielern, aber Rang 1 ist ein Kundi. Finde ich irgendwie lustig. Ein kleiner Fail für die Assassinen. Aber gut. Genau. Das ist diese Sache. Ja, ich finde es gerade echt ärgerlich. Ich kann nicht weitermachen. Happy Hour wäre schon gut, aber dann habe ich hier nicht so viel Zeit. Ich würde das gerne, weil wenn ich dann stärker bin, will ich noch die stärkeren Gegner angreifen, dass ich mir hier noch 5% extra holen kann und so weiter. Zum Zeitvertreib, ich muss ja sowieso auf den anderen Servern auch alles machen. Dann wird das nicht nur ein W23-Only-Video, aber hier wird vermutlich sowieso nichts Krasses passieren, von daher. Jo, Inventar ist mordsmäßig voll. Glückstein leider erhalten. Ach, den wollte ich zeigen, weil er so gut war. 939, das ist schon eine ordentliche Zahl. Dürfte mein Rekord sein, genau. 939 auf ein Attribut, aber leider Glück eben. Fürs Klo auch nicht gedacht, denn dafür habe ich diese ganzen Epics aus dem Harry Potter Dungeon. Und weg damit, erstmal durchs Klo und dann zum Schmied. Jeden Tag einen Gegenstand. Boah, wie sortiere ich das denn? So, so und so. Bin dann kleiner Monk, das muss alles immer schön sortiert sein. Welcher ist besser? Ja, ich will einen 600er haben. Also 500 Millionen Gold, das kommt alles bei mir in die Intelligenz rein. Aber zumindest, jetzt habe ich ja wieder Platz. Einen Dungeon könnte ich schon machen für ein Level-Up noch. Dass ich das Event noch besser nutzen kann. Nein, es wird mir kein Level-Up geben jetzt hier. Gegen den sanften Riesen Hagrid. Weg mit dir. Ja, der zeigt schon ein bisschen Widerstand. Ich meine jetzt nichts Weltbewegendes, aber der hat nicht einfach so K.O. gegeben. Gut, 10 Millionen Gold könnte man sich aufheben für die Hexe. Aber hey, das waren echt viele Erfahrungspunkte gerade. Könnte ich mir fast das Level abholen. Ach so, ja, holen wir uns das Level ab. Das war sowieso kein Epic. Holen wir uns gegen böser Junge aus gutem Haus. Den haben sie gut gezeigt. Also der sieht irgendwie witzig aus. Keine Ahnung. Gut, dasselbe Item, welches ich ins Klo geworfen habe, bekomme ich nochmal. Dankeschön. Und Level 446. Sauber. So muss das hier laufen. Definitiv. Dann habe ich für morgen wieder was für die Toilette. Als ob ich hier nicht genügend Auswahl hätte. Hätte auf Toilette. War gar nicht so schlecht der Reim. 10 von 10. Okay. Was haben wir bei den Pets? Da sind wir bei 107, 110, 111, 112, 108. Also, es kommt laufend so ein bisschen was rein. Ich greife mal mit Wasser an und hole mir hier noch was für Mauhell. 112, sehr schön. Der ist echt gut gelevelt. Jetzt 41.500 Hauptattribut. Das, wenn man das mit einem 100er vergleicht. Moment, habe ich irgendwo einen 100er? 37.000. Ja, das war schon ein bisschen was. So, jetzt haben wir Erde. 19 Erde, nehme ich Licht, Kavums, Kavems und ja, jetzt ist mein Inventar voll. Kommen die schwachen schwarzen Edelsteine weg, aber nur kurz, ja, diese 7 Millionen, das ist mehr. Ist es mir wert, die schwachen hier rein? Ich meine, die Items möchte ich demnächst austauschen, aber zumindest vorübergehend kann man die ja da reinpacken. So, aber die geben eigentlich einen Skillpunkt fast, also 72% eines Skillpunkts. Jetzt könnte der eine oder andere sagen, ja, aber nehmen sie doch für die Begleiter. Ich weiß nicht, meine Begleiter, die sind mir gerade nicht so viel wert, für die dann irgendein Ultra-Upgrade, aber jetzt so nur ein bisschen will ich nicht unbedingt machen. Also wenn die nur ein paar Attribute besser sind, dann nö, das bekommen sie definitiv nicht von mir. Gut, dann kann ich jetzt angreifen und mir hoffentlich einen Apfel holen. Genau. Welchen ich mir dann für morgen aufhebe, dann ist Maul direkt mal 114. So, habe ich nicht eben mein ganzes Gold verskillt? Wieso habe ich schon wieder Gold? Keine Ahnung. Und sind eigentlich schon die 10 Minuten von der Quest rum, dass ich drüben eine neue annehme, weil ich brauche echt den Schlüssel jetzt. Ansonsten 1 Minute 40 noch. Ich könnte mir in der Zwischenzeit einen neuen Arena-Gegner raussuchen. Ich war circa hier bei 1000 bei den Magiern.
Und ich brauche jetzt echt nur noch wenig. Beziehungsweise die Krieger, wenn ich einen sehe, greife ich fast immer an, ohne nachzusehen, ob ich da was benötigen könnte. Denn wenn ich jetzt nur mal so schnell durchscrolle hier. Sieht jemand einen Krieger? Das waren jetzt 100 Ränge ohne Krieger. Ich mache nicht mal Witze. Ich übertreibe gar nicht. 100 Ränge ohne Krieger. Das heißt, bei den Kriegern kann ich jeden angreifen. Ich habe von Rang 300 runter jetzt auf Rang 1000 jeden Krieger angegriffen. Und das war wirklich ohne Übertreiben kein einziger Kampf dabei, wo ich nicht mindestens ein Sammelalbum-Update erhalten habe. Also ich komme in einer Minute wieder. In der Zwischenzeit bin ich wieder hier. Was müssen wir denn da noch machen? Klo habe ich gemacht. Glücksort habe ich gemacht. Dungeon, ein Festung, genau. Hier, was haben wir da? Der Schatzkammer wird ausgebaut. Warum wird kein Edelstein gesucht? Das verpeile ich oft. Aber jetzt habe ich 3 Server, das ist ja okay. Hey, das wird heute noch fertig. Das wird circa genau um 24 Uhr fertig. Finde ich lustig. Danach brauche ich ein paar Ressourcen, um wieder was ausbauen zu können. Jetzt wüsste ich gerne, wie teuer... Moment, das kann ich nachsehen. Wie teuer ist die nächste Wächterstufe? Das kann ich hier nachsehen. 7,7 Millionen. Wenn ich heute nichts ausgebe, könnte ich mir das leisten. Ich muss noch kurz überlegen. Jetzt machen wir mal hier diese Quest fertig. Und hoffen wirklich... Ich meine, die Chance kann ja... Ich kann nicht mit Level 50 dann den Level 40er Schlüssel finden. Das ergibt ja irgendwie keinen Sinn. Und außerdem, ich weiß nicht, was ich mit diesen Dingern machen soll. Ich meine, in der Not frisst der Teufel Fliegen. Und bevor ich jetzt, wenn ich jetzt ein Item habe und ohne Stein, würde ich den reinpacken. Besser als nichts. Ich meine, 71 Attribute gegen 36 Gold, das bekomme ich mit Skill nicht hin. Aber ich meine, was mache ich mit einem Instein? Jedoch wirklich, ohne, bevor ich keinen Sockel habe bei einem aktuellen Item. Also, Mann, das gibt's ja wohl nicht. Jetzt habe ich wieder Gold. Inventar ist voll, ja, muss ich kurz überlegen. 812. Jo, das pumpe ich mir rein. So, was mache ich mit dem Gold? Mann, Mann, Mann. Das Gold wäre gedacht zum Blättern von Epics und keine Ahnung. Aber die Gildenraids kosten auch so einiges. Wir greifen jetzt schon hier den zweiten an. Spende ich einfach rein. Komplett alles. Die sind nämlich... Oh nein, nicht die schwarzen Grafiken. Das bedeutet, dass sich das Spiel gleich wieder schließen wird. So, aber egal. Das wird schon noch überleben. Denn ich bin hier und habe mir jetzt überall angesehen. 7, yo, okay, ich bin gleich wieder da. Ich schließe das Spiel, glaube ich, mal. Oder schießt es sich sowieso von alleine ab? Mal schauen. In der Zeitmaschine. Ja. Das, aber hey, sieht doch auch witzig aus, oder? Kann man machen. Also, 7,7 Millionen. Was könnte ich ansonsten machen? Endlich mal den Gladiatorentrainer. Oder die Zeitmaschine wäre auch verlockend. Vielleicht mal zwischendurch. Weil Seelenextraktor... Boah, ich weiß... Hey, was ist da los? Ich klicke und es tut sich nichts. Okay, jetzt haben wir es. Bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Dann sehen wir uns mal die Unterwelt an. 7,7 Millionen habe ich gesagt. Die Frage ist, will ich den Wächter dann auf 14 bringen oder reicht mir vielleicht sogar 13 jetzt am Anfang? Dass ich mich endlich mal um andere Dinge kümmern kann hier? Weil sagen wir mal, ich entscheide mich dafür, die Zeitmaschine jetzt auszubauen. So, dann brauche ich nur 800.000, das sind Peanuts. Dann kann ich hier nochmal 6 Millionen reinstecken oder noch mehr dann. Und naja, gegen Matty gewinne ich schon mit ziemlicher Sicherheit. Und dann könnte ich vielleicht die nächste Herausforderung wagen. Zumindest in 2 Stunden dann. Ja, das machen wir. Und wie wir das machen? Ich will hier was sehen. Ich will endlich mal den Rang 1 Spieler oder Level höchsten, so gesagt, in die Unterwelt locken. Also Matty, ein einziges Mal habe ich, glaube ich, gestern ohne Video... Oh, 5,99. Moment, ist 600 das Maximum? War da nicht irgendwas oder nicht? Oh nö. 601. 100.000 Attribute. Ja, also rein theoretisch, aber wirklich nur in der Theorie, müsste ich ja mit diesen Attributen gegen jeden Gegner gewinnen können. Es sei denn, jemand hat mehr als 100.000. Aber was da nicht reinfließt, sind so Tränke, Gildenboni,
Crit-Boni von Gladiatoren drin und so, das hat ja der Wächter alles nichts, aber mit 600. Level 600. Moment mal, ganz kurz. Kann ich da irgendeinen anderen jetzt? Wer war denn der andere außer Matty? Das war Ali, oder? Ja, aber Ali ist sogar ein Level niedriger. Und Bogi ist Rang 1. Der wäre vom Level her zwischen Krümeline zum Beispiel und... Boah, ich würde Krümeline echt gerne mal angreifen. Moment, Matty hat... So ein krasser Unterschied ist dann gar nicht mehr. Ich meine, okay, der Schaden hat nochmal ein paar Millionen obendrauf. Aber... Vielleicht wird es einfach ein S14-Video. Und zwar, wo es hauptsächlich darum geht, den Rang 1-Spieler jetzt, also nicht den levelhöchsten Spieler, zu vermöbeln. Ich hole mir dann... Ach so, doch, nein, 600 ist das Maximum. Ich kann zwar noch verbessern, aber Level 600 ist das Maximum. Eventuell wird das durch den Wächter ausgebaut. Nein, ich glaube 600. Aber die Attribute werden mehr durch den Wächter, wenn mich nicht alles täuscht. So. Wie oft kann ich denn noch angreifen? Und wie siegessicher bin ich? Ja, ich bin noch nicht mal ganz siegessicher gegen Matty, wenn man das mal so sieht. Obwohl, das war gerade wieder gleich eine andere Hausnummer. Und dann wieder nur die Hälfte. Ich meine, ich könnte bestimmt gewinnen. Aber die Frage ist, wie hoch ist die Chance, dass ich gewinne? Der war böse. Der war ganz böse. Ich könnte natürlich Krümeline anschreiben, so, ja, kannst du mal Waffe rausnehmen, wir sind ja selbe Gilde. Aber das will ich natürlich nicht machen. Ich will ehrenhaft gewinnen und das sehen wir uns jetzt an, das versuchen wir. Auf geht's, ab geht's, wenn ich verliere, verliere ich, was kostet die Welt? Nichts kostet die Welt. Minus 5 Ehre. Boah, da fängt sie direkt an mit einem kritischen und noch ein kritischer, hör auf mit den ganzen Krits. Und drei kritische hintereinander, dann noch einer mit 90 Millionen. Das ist doch nicht, wie viel Glück kann man haben? Oder wie viel Pech? Ich mach da nochmal. Das ist mir jetzt egal. Das kann nicht nochmal 4 von 5 Treffern kritisch sein. So, erster Treffer mal nicht kritisch, dafür ich. So, ich wieder. Oh, es geht doch. Also, es ist möglich. Aber zu welchem Preis ist die Frage? Jetzt greife ich wieder Matty an. Ich hab's geschafft. Levelhöchsten Spieler in die Unterwelt gelockt. Aber leider kann ich mir darum jetzt kein Eis backen. Aber. So, die paar Ressourcen brauche ich dann für die Zeitmaschine. Genau, das geht klar. Ja, sehr schön. Würde ich mal sagen. 103.000 Attribute. Level 600. Das nenne ich mal einen Wächter. Das nenne ich doch in der Tat mal einen Wächter. Warum läuft da keine Quest? Kann mir das mal jemand verraten? Wohl nicht, oder? Was nehmen wir? Ach, nehmen wir die. Gut, ist die Quest jetzt fertig und bekomme ich einen Schlüssel? Bitte. Eventuell dauert es noch, keine Ahnung, wie viele hunderte Quests. Boah, da ist noch immer keiner. Das ist wirklich, ist ein Edelstein fertig? Ach, ja. Sorry, dass ich gerade ein bisschen am Rumheulen bin, aber was mache ich mit den ganzen Insteinen? Das geht ja mal gar nicht klar. Den schmeiße ich jetzt einfach weg so. Einfach so. Ist mir völlig egal. Gut. Und dieses Gold kommt in die geniale Gilde rein. Dann, hatte ich da nicht vorhin einen Gegner? Moment mal. Da war doch einer. Wo war der? 1000 habe ich irgendwas gesagt. Ich habe den Rang vergessen. Oh, jetzt bist du aber nicht mehr da, wo du warst, oder? Ah, du warst das. Genau, einfach so ein Krieger. Dich habe ich noch nicht angegriffen. Die Chance ist groß, dass da noch was dabei ist, ohne nachzusehen. Und einer. Ah, eines ist wenig. Manchmal hat man da sogar 2, 3, 4. Auch jetzt noch, aber genau. Ah, das regt mich gerade ein bisschen auf. Treibsanduhren habe ich auch nicht hier. Zum Überspringen. Happy Hour ist noch eine Stunde 20 entfernt. Aber ich will die Zeit nutzen und da schon ein bisschen was machen, aber es will einfach nicht. Also was ich machen würde, gerne Dungeon-Schlüssel finden, hier in den Dungeons gut durchrocken, in Richtung Level 50 gehen, bisschen blättern, in der Ehrenhalle die Starken angreifen, Sammelalbum noch mehr befüllen. Ja, aber das Spiel macht mir gerade ein bisschen den Strich durch die Rechnung. Ich glaube, was man auch bedenken muss, ab 40 kann man den Schlüssel finden.
Aber jetzt levelt man ja doppelt so schnell, weil EP-Event oder 5er-Event einfach. Und dadurch ist ja die Chance nicht höher auf einen Schlüssel, sondern ich muss weniger Quests machen, um schneller zu leveln. Und habe dadurch weniger Chancen auf einen Schlüssel und bin dadurch... ich glaube, man versteht, was ich meine. Ja, okay, das war mal nicht so der Yellow from the Egg, aber gut. Dann wird das wirklich kein W23-Video, weil das war ja gar nicht spannend. Dann nenne ich es nicht so. Sondern ich habe den Level-höchsten Spieler in die Unterwelt gelockt. Das ist doch ein Erfolg, würde ich sagen. Ist zwar kein Achievement, sondern das Achievement gibt es erst, wenn man den Ranghöchsten, sprich Rang 1, in seine Unterwelt lockt. Aber genau. Inventar ist mal wieder perfekt geordnet und sortiert und... Okay. Ja, das ist ein feines Teil. Ich meine, ich habe auch welche. Oh, meine sind sogar besser, wollte ich sagen. Doch, sind sie rüstungsmäßig, aber die anderen Attribute sind gleich. Ohne Blättern ein Epic. Kann man mal machen. Oh, was werfe ich jetzt in die Toilette? Da habe ich irgendwie nicht mitgedacht. Warum denke ich in letzter Zeit so selten mit? Das ist eine gute Frage. So, Glücksrad. Vielleicht kommt ja da was. Einmal drehen, drei Pilze, das ist gut. Nochmal drehen, drei Pilze, das ist noch besser. Da würde ich sagen, schmeiße ich, so leid es mir tut. Sorry, Krieger, einen Edelstein rein. Petkämpfe, was mache ich? Hier freue ich mich schon auf Level 110 für Hydro Spear. Denn da ist wirklich jedes Level wichtig, ansonsten gewinne ich da kaum. Ich nehme Schatten, da ist zumindest Preußen schon Level 105. Oh, ich will ja nicht sagen, aber ich glaube, diese 5 Level, die könnten der Grund für meinen Sieg gewesen sein. So, Maul ist auch schon satt. Was ist denn los mit euch hier? Habt heute nicht so einen großen Hunger, kann das sein? Das sieht wohl ganz danach aus. So, skillen wir hier noch ein bisschen. Geschick, Geschick, Geschick und eher Ausdauer, weil ich gerade nur einen Ausdauertrank und keinen Geschicklichkeitstrank habe. Voll rein da und mal den nächsten Dämonenportalgegner ansehen, weil den Brutalo habe ich noch nie angegriffen. Das ist, oh, ein Kundi. Über Kundis freue ich mich immer extrem. Krieger sind vielleicht sogar fast noch besser, aber hier kann man gut ausweichen. Da kann es auch Tage geben, wo man vielleicht 5% nur macht. Aber dann gibt es Tage, wo man 40% rausholt. Weil, ausweichen, 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 ausweichen. Obwohl ich gerade wenig ausweiche, waren das, sagen wir 29%. Oh, 25. Da habe ich mich ordentlich verschätzt. Ich würde ja sagen verrechnet, aber ich habe nicht mal nachgerechnet. So, dann machen wir hier auch den nächsten Harry Potter Dungeon. Fluffiger Hund. Nur ganz flott ein. Oh Mann, ich denke echt nicht mit. Das Ding hätte ich ins Klo werfen können. Boah, was mache ich jetzt? Jetzt muss ich das irgendjemandem anderen geben. Oder so einen Trank wegschmeißen. Oder, nein, das mache ich. Diese Tränke aktiviere ich noch dazu. Auch wenn die unnütz, nicht ganz unnütz, aber nicht so toll sind. Aber besser als gar nichts. So, genau, 3,88, das kann ich da das Level-Up machen mit bisschen Überspringen. Moment, ich muss mal die Zeit abchecken. Schaffe ich das heute noch ohne Überspringen? Weil heute war Sonntag, ich habe nicht den ganzen Tag, bin ich den ganzen Tag vorm Rechner gehockt. Und ja, das geht sich noch ziemlich gut ohne Überspringen aus. Wenn da eine lange kommt, nehme ich die mal so. Und wow, die ist eine schöne EP-Quest. Eigentlich beim 5er-Event tendiere ich eher dazu, immer die kürzesten zu nehmen. Wegen Goldmaximum und so, wenn die 10 Millionen erreicht sind. Und eine Chance auf schöne neue Quests. Gut, Ressourcen haben wir hier. Moment, ganz kurz. Ja, das sieht schön aus. Das sieht fein aus. Dankeschön, Raritäten des Waldes-Event. Hier noch einen Tag lang. Dann kann ich den Wächter hochpumpen. Und... ja, okay, ist schön und gut so. Warum nehmt ihr mir das Fenster weg? Und? Ich habe leider gegen Caroline verloren. So war das, genau. Jetzt kann ich noch... ich meine jetzt, das muss doch die Rache sein. Was hattest du für Tränke? Hast du jetzt Tränke aufgebessert? Mal schauen. Gegen Caroline habe ich verloren. Und jetzt sollte ich aber... boah, du knallst mir noch immer so gut rein. Hey! Das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein.
Ich habe den gerade 20 Mal hochgelevelt oder so. Nein, 20 Mal ist übertrieben. Da muss ich wieder Lilian nehmen. Die hat einen schlechteren Trank. Boah. Ich dachte echt gerade so, dass das wäre ein lustiges Video. Oder lustig, das wäre passend, wenn ich auf beiden Servern den Level höchsten klatschen könnte. Aber nicht mal annähernd. Ich gewinne ja nicht mal hier gegen diese Lilian. Doch, gegen Lilian schon. Gegen Caroline, meine ich. Und die ist 411 und ich glaube, levelhöchster Magier ist irgendwie noch einige Stufen höher. So, Moment, was haben wir? Sorry, für das Rumgeklicke. 410. Einer geht. Nein, einer geht nicht mehr. Dann versuchen wir es nochmal. Nachdem ich gut gelevelt habe. Komm schon, Caroline. Das darf nicht sein. Jawohl, sehr schön, Wächter. Du machst das gut. Nö, das sieht gar nicht gut aus. Also, es kann mal ein Sieg werden, aber. Boah, unterm Strich. Da rauft man sich ja die Zähne aus. Nein, die Haare. Genau. Aber jetzt habe ich 411. Moment, nur ganz kurz checken. Ja, das 460, das schaffe ich ja im Traum nicht. 52.000. Da muss der Wächter noch gut gelevelt werden. Aber ich meine, ich könnte mich ja langsam hocharbeiten. Ich kann mir dann zum Beispiel, Caroline ist 412. Vielleicht gibt es einen Level höheren, aber nicht so stärkeren. Das hat jetzt keinen Sinn ergeben. 30.000. Das ist 31.000. Ja, zum Beispiel hier sind schlechtere Tränke am Start, aber da muss noch gut gelevelt werden. Vielleicht nehmen wir nochmal das Risiko auf uns gegen Caroline. Aber ja, das habe ich echt überschätzt. Naja, mein Wächter auf S14, der ist doppelt so stark. Zwar vom Level her nur 113 extra, aber dafür die doppelten Attribute. Yo. Na gut, dann bleiben wir zur Sicherheit, weil ich würde bestimmt irgendwann verlieren. Wo warst du nochmal? Bei Lilian. Und greifen dich an. Da muss dieser Server eben noch ein bisschen warten. Aber die Unterwelt, die wird auch lustig auf dem neuen Server. Da freue ich mich auch schon drauf. Die Unterwelt und dann die Pets. Oh, die Pets, da sollte ich ja eigentlich halbwegs eine Ahnung davon haben. So, Arena kämpfen wir eventuell noch. Ich glaube, da habe ich heute gar nicht gekämpft. Nein, Schilling, du bist Schande. Warum mache ich das? Und jetzt, vielleicht kommt jetzt der lang ersehnte Schlüssel. Der Schlüssel zum Erfolg. Ach, wieder nicht. Aber zumindest, und das ist gut, darüber freue ich mich. Hallo Holz. Zumindest eine kurze Quest. Und die Sache ist, wenn man kurze Quests immer annimmt, hat man jeweils 3 Chancen auf nochmal den Schlüssel, nochmal den Schlüssel. Im Vergleich, wenn ich immer nur 10er Quests annehme, dann ist die Chance natürlich nicht so groß, dass man den da sieht. Gut, was habe ich mit dem Gold? Das kommt wieder rein. Das kann mir niemand mehr klauen. Das werde ich nicht zulassen. Edelstein noch eine Dreiviertelstunde. Das noch 2 Stunden. Jo, das geht sich aus, dass ich das heute noch anklicke. Na gut. Dann werde ich, weiß nicht, ich hoffe so mit 45 habe ich das dann. Noch ein bisschen mein Sammelalbum in der Zwischenzeit befüllen und dann nehme ich in einer Stunde das W23-Video wieder unter Zeitdruck auf, weil der Schlüssel einfach nicht kommen möchte. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen. Es geht einfach und nicht so weiter.